Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallen Enchantress Legendary Heroes auf CouchTV. Ich habe beim letzten Mal ein bisschen verkackt mit dem Speichern, deswegen haben wir jetzt nochmal zur Champion-Auswahl, welche wir nehmen wollen. Wie der Zufall spielt, habe ich hier einen relativ interessanten Champion gekriegt, der ein Summoner ist. Auch schon relativ weit, ein paar interessante Sachen hat, sowie Air und Water Magic. Das ist ganz gut, der Support mit dem Beschwören zusammen auch noch gut. Ja, und halt so ein Ollen-Nahkämpfer-Typen, bla bla, langweilig. Aber ich glaube, ich entscheide mich wirklich für diesen Summoner, der ist sehr interessant. Den nehmen wir mal. So. Gut, wir machen weiter, wo wir aufgehört hatten. Hier diesen Drachen ignorieren wir jetzt mal, den gibt es gar nicht für uns. Den stecken wir mal in unsere Armee. Und wir bewegen uns mal Richtung Stadt zurück. Wir haben hier ein paar Spinnen am Start. Und ich glaube, hier hatten wir auch wieder irgendwo ihre Kniegegner, genau. Das heißt, ihr geht mal in die Richtung. Packt euch die und dann nächste Runde. Ja, komm. Also. Battle. Ich mag dieses sympathische Lachen von denen. Das ist sehr nett. So, Lecky vor. Und Bogenschützen. Das übliche wie immer. Ich glaube, wir sollten langsam mal überlegen, wie wir das Spiel beenden wollen, weil, naja, wir dümpeln ja vor uns hin, aber mal gucken. Können ja mal den ersten Krieg lostreten gegen unseren Kollegen hier oben oder sowas. Bevor wir den ganzen Tag immer nur hier rumrennen und nichts tun quasi. Er ist auch schon wieder mit seinen Leuten bei uns im Gebiet. Aber wir hatten ja, glaube ich, einen. Ja genau, wir hatten ja von ihm was angenommen und so nennt sich das nochmal. Ach, komm jetzt nicht drauf, verdammt. Egal. Also hier bauen wir mal eine School. Ist ein Forschungsgebiet. So, was haben wir sonst? Ah ja, eine Änderung, die mir aufgefallen ist, wurde zwischendurch wieder ein Patch aufgespielt. Wenn jetzt Einheiten verletzt sind, wird hier der Grad ihrer Verletzung quasi angezeigt, wie viele Einheiten noch über sind von der ursprünglichen Armeegröße. Das ist ganz praktisch. Das war eine gute Neuerung. Was ich weiterhin noch nicht rausgefunden habe, ist, wie ich dieses Land glänzt quasi. Das ist irgendwie mit so hoch gerade, ich weiß auch nicht warum. Hier hat schon wieder was fertiggestellt, dann wollen wir mal gucken. Ihr baut ein Live-Schein. Den habe ich gesucht letztens in der Folge, wo ich meinte, dass der irgendwo versteckt sein muss. Ach ja, genau, jetzt können wir mal unserem. Na? Hallo? Ja. Unseren neuen Champ mal Pferd kaufen. Ponys für jeden. Was hat er denn jetzt? Ah. Kriegt auch ein schwarzes, weil sind so evil. 2 Initiative, das ist gut. Ja. Wir müssen nochmal vielleicht neue Soldaten aufstocken. Beziehungsweise. Was forsche ich gerade nochmal? Third Book of Magie, genau. Wer braucht das noch? Was wollten wir hinaus? Ich hab schon vergessen. Das ist ja. Magic. Wir wollten das Third Book of Magie haben. Magie. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich das haben will, noch. Jetzt gerade spontan. Wir gehen mal lieber zu Warfare nochmal zurück und gucken, was haben wir hier zur Auswahl. Auch nicht mehr viel weniger, also. Okay, wir machen es so, wir gehen erstmal jetzt auf Company, damit wir dann unsere quasi finalen Einheiten trainieren können, die wir dann auch bis zum Ende benutzen können. Damit wir die immer wieder aufrüsten dürfen. Wir können mal gucken, ob wir hier vielleicht eine Quest finden, die wir auch schaffen können in der Zwischenzeit. Nur. Sieht aber nicht danach aus, da lassen wir die Finger weg. Nee. Und das ist eine unserer neuen Städte. Geht's gut, hoffentlich. Ansonsten können wir mal uns hier um diese Spinnen kümmern mit der Armee. Gibt DP. DP ist gut.
möchte Warfare Knowledge gegen Trading. Also ne, in Warfare gegen Warfare. Nein. Danke. Oha. Oh nein, das ist. Okay, komm. Was soll's? Dass die alle wieder anfangen dürfen. Die sind so langsam. Nein, das ist Coldstone. So. Oh Gott. Das... Ja. Ups, das war Fail von mir. Schock. Ja, wunderprächtig, ey. Also das heißt, wir müssen die jetzt schnellstmöglich ausschalten, die drei, bevor die wieder dürfen, weil sonst sind unsere Kollegen hier wieder tot. Mann, wir haben doch einen schon verloren, oder? Ja, einer schon wieder tot. DJ Brown lebt noch und ja, Blackie ist tot. Wunderbar. Hurra. Das ist ärgerlich, ey. Yay, Magie ist so awesome. Okay, so, dann wollen wir jetzt erstmal mit den Bogenschützen hier die Arschgeigen töten. Gut, dass sie nicht viel aushalten, außer der. Mal sehen, mal sehen. So, die Musik ist aus, warum auch immer. Komm, Xas, das ist dein Moment zum Schein hier. Dodge, sehr schön, gut gemacht. Ah, diese Bogenschützen im Spiel, die nicht Soldaten sind, sind irgendwie merkwürdig. Aber naja. Kann ich alles haben. Machen wir nochmal so einen Storm hier auf, wenn es nicht wirklich was bringt. Da Animation hier von den Gegnern. Interessant. Gut, jetzt sind sie dran. Sehr schön. So, die sind auch tot. Die auch fast. So, jetzt können die Defender nach vorne. Und klopf. So, ihr geht ein Stück nach vorne und macht sie nieder. Schade um Blackie, aber mal sehen, was er jetzt wieder für einen negativen Effekt kassiert dafür. Schlimmer kann es ja kaum noch werden. So. So. Und Nummer 3. Tot. So, Blackie wurde geönnt, er hat... Oh Gott. Aber Xas hat ein Level-Up immerhin. Ach, und BJ auch, okay. Ach, der Verwirr muss Level 7 sein, okay. Dann kriegt er mal noch... Potential, ja. Ja, die schicke ich jetzt mal in die Stadt zurück, da heilen sie sich dann ein Stückchen schneller, würde ich mal sagen. Wobei, wir könnten auf dem Rückweg... Straße bauen lassen eigentlich. Dauert zwar vielleicht ein bisschen länger aus jetzt. Gut. Ihr seid dran. Da sind die Spinnen. Gut. Straße bauen. Straße bauen. Und nächste Runde. Gut. Dann mal Angriff hier. Strong. Egal. Also dieses Mal werde ich nicht verlieren. Ich habe jetzt genug Spieler verloren gegen diese Scheißspinne. Jetzt geht's mir langsam auf den Geist. So, hier haben wir auch unseren neuen Kollegen. Er kann halt bisher nur, in Anführungszeichen, einen Ice-Elemental spawnen, der halt Level 7 ist schon, durch seine ganzen Perks und so, die er schon bereits gewählt hat. Deswegen können wir das mal machen, hier gleich hinter den Feinden. Das ist eine ganz nette Sache. Jetzt könnten wir zum Beispiel den auch mal wachsen lassen, so. Ist er nochmal ein Stück stärker mit. Und Ricky macht das, was er am besten kann. Büffeln, ich meine tanken. Ah, da wird irgendwie Scheiße gespuckt. So, mal sehen. Ja, die können uns gar nichts, die kleinen Spinnen hier. Ricky ist viel zu tanky dafür. Der hat 80 Verteidigung mittlerweile. So, hier machen wir so einen super tollen Angriff. Und unser Bogenschütze auch mal. Diesmal schalten wir zuerst die große Spinne aus und dann die kleinen Spinnen. Beziehungsweise mit den Fernkämpfern zumindest. Klopf.
Und die nächsten. Klopf. So. Er ist jetzt dran. Jetzt ist... Ach, der Beschwörer schon wieder. Das ist ja praktisch. Aber wir brauchen keine Mana mehr rausblasen. Das reicht eigentlich. Wir brauchen auch nichts heilen. Jetzt greift an sein Eiselementar an, der noch nicht ziehen durfte, aber gleich. So, und mal sehen, was der ausrichten kann. Naja. Ah, er wird slow durch den Angriff, das ist ja praktisch. Und hier können wir mal mit Ricky auch angreifen, ruhig, das ist egal. Der hat immer noch 35 Verteidigung, das reicht für die kleinen Scheißspinnies. So. Der kann ruhig sterben, das ist uns ja egal, das tut ja keinem weh, falls er sterben sollte überhaupt noch. So, und hier mal klopfen auf die Spinnen, klopf. Unseren Hämmern. Der Schattenwurf ist sehr pixelig, sehr hübsch. Gott. Wo ist Sir Cruzy Ray? Was mache ich da? Ich dachte, die Spinne wäre schon tot. Man hat keiner gesehen. Aber das mit dem Slow ist gut, dadurch ist die Initiative noch gesunken wieder von der Spinne. Das heißt, die kommt erst in. Ja, nächste Runde. Großartig. Wieder dran. Aber ist egal. Diesmal leiden wir keine Verluste. Hoffe ich. Sieht aber ganz gut aus. Doch. Auch wenn ich Sir Cruzy Ray ein bisschen zu weit nach vorne geholt habe, vielleicht. Diese Animation vom Pferd runter zu zaubern sieht auch ein bisschen merkwürdig aus, aber. Nein, nein, kein Counter-Attack. Oh, ich dachte schon, ja. Ich meine, natürlich war es mir klar, dass es hier mitkommt. Gut, gekillt. Ricky hat ein Level-Up. Das ist erfreulich. Gut. Ricky kriegt mal als neuen Perk. Was haben wir denn hier noch so? Stärke brauche ich nicht. Brauche auch nicht. Ja, Quatsch. So, was haben wir hier? Defense mehr. Dodge gegen Range-Attacks ist auch ganz nett. Spell Resistance hat er jetzt schon bekommen. Das ist gut. Stun. Rescue. Ah, das ist auch nicht schlecht. Das überlegen wir uns auch später. Hitpoints ist auch schon voll gemacht hier. Was haben wir hier? Cold Resistance. Sind schon echt nette Sachen dabei, ne? Was haben wir hier? Oh, Imba. Sentinel. Aha. Ah, es gibt schon echt coole Sachen mittlerweile. Das ist auch nett. Okay, wir gehen erstmal den Weg, dass er nochmal 3 Defense zukriegt, ruhig. Er Defense mehr gut. Oh, hier haben wir noch einen Rock Spider leer. Den könnten wir plündern nächste Runde. So, unsere Straßenbaubeauftragten machen hier weiter. Unser Konklave hier, das ist unsere Hauptstadt gewesen, ich glaube ja, ne? Nee, das war keine Hauptstadt, die da oben, Idiot. So, das ist jetzt diese neu aufgebaute Stadt, die wir mal verloren haben zwischendurch. Machen mal. Hier ist dort ein bisschen lange das Ding. Eine Crystal Mine. Study und Sage. Ist gut. Okay, nächste Runde. Ah ja. Was finden wir in dem denn? Ah, unsere Stadt da unten ist gewachsen. Dann machen wir mal eine Town draus. Das brauchen wir mehr Forschung, brauchen wir eh nicht mehr allzu viel. So, hier haben wir ein Fire Attack Dings. Dann kriegt das Ricky mal ruhig, auch wenn er nicht wirklich angreift. Die Stadt ist unbeschäftigt. Wir bauen einen Schrein, um dem Unrest entgegenzuwirken. Wie viel haben die hier? 18%. Ja, warum nicht? Danach machen wir mal eine Crystal Mine. Und ist dann. So. Und so was zu tun die nächsten Runden. Sieht es hier aus? Hier ist das Territorium von unserem grünen Mitspieler. Können wir ja mal ruhig ein bisschen hier mal rumsneaken, mal gucken, was hier so geht. Aha! Corps Spider Army, das klingt ja lecker. Ja. Ich glaube, da greifen wir doch mal an. Warum nicht? Mal gucken. So nah? Ist ja ekelhaft. Der Maler kostet der Spaß 15 Mal. Einfach kosten. So, jetzt ist Sir Cruzy Ray dran. Sir Cruzy Ray. Wie viel kostet das nochmal? Klar, brauche ich. So.
das auch. Sneaky Skunk geht mal wieder auf Verteidigungsposition. Auch wenn sie sich irgendwie nicht verliebt ist. Geht's noch? Armer Eisinventar. Frisch von der Akademie. Na gut, dann machen wir mal. Ich glaube, die Spinne ist unser größtes Problem hier. Machen wir die Spinne. Wobei diese Butcherman auch übel sind, zumal sie jetzt sich wieder vermehrt haben, in Anführungszeichen, weil sie den Eisinventar getötet haben, was ein bisschen merkwürdig ist. Gut, die können sich jetzt nicht bewegen. Aber die. Und wir machen mal ein bisschen Klopp drauf. Oh, das ist viel Schaden. Gut, den lassen wir mal hinten. Übrigens braucht man nochmal einen vernünftigen Namen für unseren neuen Champ, fällt mir gerade auf, den können wir mal. Überlege ich mir noch was. Ah, ich glaube, ich weiß ja. Guck mal. Naja, diese Geräusche sind echt nett. Oh, tot. Und die Bogenschützen von den Rest auch tot. Und tot. So, das war glaube ich aber nicht die Hauptarmee, die da quasi Probleme bereiten könnte, da war nämlich noch eine andere. Aber jetzt habe ich vergessen, die Straße zu bauen. Kommen wir zurück. So, dann. Weil hier ist nämlich noch eine Armee und da sind irgendwie mehr Gegner dabei. Gut, nächste Runde. Ja, die ist auch schon stärker. Machen wir ruhig tot. Wasch. Okay, okay, okay. Könnten wir den Eisinventar vielleicht nicht so spawnen lassen, dass er direkt getötet wird. Hat er dann ein Zweihandschwert, was er einhändig führt oder so? Ist merkwürdig aus. Okay. Ja, ich möchte auch mit 17 Movement Speed von der linken unteren Hälfte der Karte oben rechts hinlaufen dürfen. Das wäre echt awesome. So, unser verrückter Cruzi-Ray darf auch mal was machen, und zwar auch gar nichts. Braucht man nicht. Riki geht mal nach vorne und hält diese ganzen anderen Mistviecher auf, falls sie vorbeikommen wollen. Das kann er gut. Immer die Fernkämpfer irgendwie festsetzen, das verstehe ich nicht, aber wird schon seinen Sinn haben. Okay, dann machen wir mal einen Feuerball, den wir schon lange keinen gemacht haben, ja. Ja, das tat weh. Gut, dann räumen wir mal mit dem Bogenschützen die Spinne auf. Mit diesen räumen wir mal. Wer kommt denn als nächstes dran? Das ist dieser komische hier. Nee, Moment. Der da unten kommt als nächstes dran, aber der kriegt nicht Köpfe doch. Da, wieder der 1 HP überlebt, natürlich. Wie immer. So, hier machen wir den Mist weg. Ja, komm. Und da können wir mal ganz mutig sein mit unseren neuen Helden. Okay. Ich habe mich gerade beschwert, dass die ziemlich weit laufen können, aber meine Pferde können ja auch ziemlich weit laufen. Also, na gut, okay, die haben keine Pferde, die sind halt untot und stinken, aber. Jetzt darf auch mal der Eiselementar zeigen, was er kann. Nicht viel. Aber die Gegner sind wieder slowed, das ist auch nett. So, und dann räumen wir den Rest hier auf. Nom und. Nom. So, wir haben wieder Scheiße bekommen und EP, das ist gut. So, und wir plündern nächste Runde diesen Brunnen, den verlassenen, und das werden wir aber erst in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Schauen, bis zum nächsten Mal.